So, auf nach oben. Reden wir mit dem Herrn Badehausbesitzer. Und mal mit Klamotten, mit Stiefeln durchs Wasser tapsen. Untersuchen können wir es. Vielleicht können wir uns reinsetzen, dachte ich. Da gibt es nichts zu untersuchen. Schade, dass wir uns hier nicht hinsetzen und baden können ein bisschen. Da kamen wir noch gar nicht zu. Ein paar Blümchen pflücken, die am Eingang stehen. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Einiges. Naja, gut, nicht einiges, aber wir haben so links. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Oha. Vermutlich was ein Fehler. Er ist hingestellt und hingelegt und wieder hingestellt. Tja. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Hüvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, dass er mit dem Boot. Wirklich? Mhm. Weg. Ungefähr ist. So sehr wie ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Okay. Wir untersuchen die zu den Nebenräumen. Aha. Silberdeckel. Schrei. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra! Komm mal her. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült.
Happen. Wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Mhm. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Dann war es vielleicht sein Geist. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Oder seinen Geist. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Jungen. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Okay, haben wir hier noch was? Sieht nicht so aus. Mal hier ein bisschen Bahn gehen. Es ist nicht mehr drin. Äußerst schade. Geh zum Markgraf Henkels Haus. Da treffen wir dann seinen Geist. Na dann, auf geht's. Wie weit ist es weg? Am anderen Ende der Stadt. Aber die Stadt ist nicht so groß, dass wir da nicht durchrennen könnten. Vielleicht ist das endlich mal die Gelegenheit für ein Bad. Lässt den Händler. Such immer noch den Schmied, der. Den Rüstungsschmied. Der mir das Schwert verkaufen will. Warst nicht du das? Silberschwert. Zeig mal, was du anzubieten hast. Vulkanisches Langschwert. Stahlwaffe. Nee, das ist nicht, was wir wollen. Wäre auch interessant, 416 Schaden. Nicht übel. Rüstungsreparaturset. Ich bräuchte jetzt eher ein Rüstungsreparaturset. Ich bräuchte ein Schwertreparaturset. Das vermisse ich hier ein bisschen. Und hier sehe ich ein Rüstungsreparaturset. Bevor ich jetzt hier alles da ausgebe, lieber nicht. Aber generell sollten wir auch mal bei den Rüstungsleuten vorbeischauen. Die scheinen was zu haben. Gibt es hier Markierungen auf der Karte? Oder wechselt das Angebot von Tag zu Tag? Scheint wohl so, weil der muss hier wohl der einzige in der Stadt sein. Ich muss mich noch ein bisschen umgucken. Vielleicht ist woanders auch einer. Irgendwo habe ich doch dieses Schwert gesehen. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Hier lungern wieder Leute rum.
Mann von Hacker. Ja, mit denen möchte ich gerne nichts zu tun haben, wenn es irgendwie geht. Bin ich hier richtig? Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich habe Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Ist er geknebelt? Wie kann er dann reden? Ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Nein! Nein! Ich weiß nichts! Okay. Die haben wir auch schon erlebt. Seine Männer, diese Zwergenkrieger. Die sollte man nicht unterschätzen. Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und so würden die mich nicht mehr verkloppen. Da profitieren wir doch beide. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Ich versuche das Haus im Markgraf. Nach wie vor. Silbererz. Gegen Schwerter rum. Seine Wohnung plündern, während er zuguckt. Auch eine gute Idee. Und ein bisschen Lektüre. Ziegenhaut, das wird den beiden aber nicht gefallen. So. Müsste eigentlich pissen gehen, aber. Smart Staub. Mhm. Die Toilettenherz ist bestimmt auch mal was wert. Okay, ich muss da rein, wie. Vielleicht mit dem Igni-Zeichen. Nicht mit dem Igni, sondern mit dem Art-Zeichen. Ja. Kunde mit Verstand wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Portals habe. Mörder! Ich gehe einfach hier durch. Oha. Können wir was untersuchen, wenn wir es können. Jetzt regnet es im Haus. Okay, hier gibt es Loot. Da sage ich nicht nein. Kann man später mal verkaufen. Ein Fläschchen. Okay, mal eben.
ein paar Bücher, die wir mal lesen können. Irgendwann nehmen wir uns mal Zeit und machen da wirklich eine Lesestunde. Dann können wir hier wirklich die ganzen Bücher, die wir auf Vorrat haben, können wir eine Stunde lang lesen. Und das Kästchen ist bestimmt auch nicht ohne Wert. Machen wir mal ein bisschen Licht. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück. Meteoritenbaren, nice. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Ritter sein? Nur das Rätsel aus der mysteriösen Notiz. Na toll. Die Flasche haben wir auch mittlerweile. Okay, erst eine geheime Tür. Die wir lösen, wo wir das Rätsel gelöst haben. Oha. Diese Flaschen. ...1245 bis 1254. Da nicht schon mal... Das befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Ohne das Ding zu lesen. Instant geschafft. Auf Anhieb. Gab wahrscheinlich, es gab glaube ich auch mehrere Möglichkeiten. Ich habe auch einen Platz frei, da auch. Ich habe instant direkt, ohne mir die Notiz anzugucken. Ich habe sofort First Try. Ein Geheimzimmer. Richtig geraten. Wir haben Rittersporn und seine Leute wohl direkt geplant. Wövernöl. Wer braucht Rätsel, wenn er das alleine hinkriegt? Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Ciri. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Sehr schön, der nächste Hinweis. Nicht gut. Jetzt müssen wir wieder kämpfen, oder was? Oh, Handschuhe. Vielleicht können wir die Tür zumachen. Die wilde Jagd. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Nicht schlecht. Zucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Wüvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Der Bombenbauer kommt mir gleich entgegen. Ein paar Bücher zur wilden Jagd. Ist der Fleck auf dem Boden? Nicht untersuchen. Ein Fleck. Das haben wir schon. Zucker und Klumpen einer Substanz, die in Wüvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Der pinke Handschuh. Rüstung 25. Rüstung 15. Neuer Look für Geralt. Hübsch pink Handschuhe. Sieh nach, was unten vor sich geht. Oh shit. Oha. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht.
Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Aha. Henkel hat's mir gesagt. Der Alte ist wohlauf. Hat seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gläubigern zu entkommen. Seltsam. Ich wusste gar nicht, dass er verschuldet war. War er aber. Menge hat versprochen, sich gegen Hilfe beim Raubzug um alles zu kümmern. Daher... Geralt, wie drücke ich es sanft aus? Schwachsinn. Wenn du meinst, dass ich auf das Märchen reinfalle, das du dir aus den Fingern saugst, kennst du mich wirklich schlecht. Ich weiß, dass für dich Ergebnisse zählen. Ich habe gelogen. Aber ich kann dich zum Schatz führen. Verzeih, Geralt. Aber nach dieser Aktion würde ich eher den Liebesbeteuerungen einer Hure glauben. Würdest du einer Zauberin glauben, die davon profitiert, wenn du dein Geld wiederkriegst? Vielleicht. Aber die Hure wäre mir immer noch lieber. Du verbirgst was. Und das ist etwas, was ich hasse. Sogar noch mehr als Nilfgaard. Aber schließlich ist dies ein Geschäft, keine Heirat. Außerdem muss in all den Lügen etwas Wahrheit stecken. Du bist zu dumm, um dir das alles auszudenken. Hm. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Aha. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Wir haben das gerade mal nicht. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Nicht abgelehnt. Ja, Säubchen, ich muss jetzt los. Haben wir nicht widersprochen. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Na dann. Ja, Geralt? Bist du schon lange in Novigrad? Lange genug, um zu wissen, wie man sich nicht fangen lässt. Und überlebt. Und ehe du herkamst, wo warst du da? Ach, hier und da. Wo immer ich ohne deine Hilfe zurechtkam. Was nicht heißen soll, dass ich nicht froh bin, dich zu sehen. Bis dann. Recht kurzes Gespräch. 10 Minuten gibt es ja nicht mehr. Das haben wir alles mitgenommen. Ah, verpufft ist er. Ich kann mal gerade mal meditieren.
Oh, ein Punkt haben wir. Den würde ich mal. Rüstungsschmelze. Arzt mit großer Reichweite. Also benutzen ja nur Igni und Art. Im Kampf. Täuschung. Aber Täuschung sollten wir mal leveln. Das könnten wir gebrauchen. Okay. Täuschung 1. Es wird uns ja immer gesagt, mit Täuschungsstufe 2 kannst du dies und das noch verbessern. Kannst du. Es gibt immer Situationen, wo Täuschungsstufe 2 brauchen und so weiter. Das ist halt immer. Sollten wir vielleicht mal darauf leveln. Das ist immer so nervig, wenn man dann kaufen, was du heute schon kämpfen muss. Trifft Triss gegen Mitternacht im Schrein des ewigen Feuers. Nee, des Hafens. Und hier haben wir wirklich keinen. Hier mal einen Waffenschmied. Sollten wir vielleicht mal hier hin. Direkt hier in der Ecke. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Na, hier waren wir schon mal. Was hast du im Angebot? Silberschwert. Benötigt Stufe 13. Silberschwert. Stufe R12 haben wir hier. Stahlwaffe. Stufe 12, 213, 31 Schaden, für 500 können wir es leisten. Stufe 12, Silberschwert. Und hat sogar ein Ding für. Wir brauchen das Silberschwert. Gekauft. Und wir sind wieder pleite. Bis dann. War mir eine Freude, Geschäfte zu machen. Wir haben jetzt ein powervolles, kraftvolles Silberschwert. Wo ist es? Hier unten ist es. Silberschwert. 231 Schaden. Gegen das mit 99 Schaden getauscht. 189 bis 230. Wow. Okay, das Silberschwert hat 89 Schaden. Wir brauchen ein besseres Silberschwert dann noch dazu. Weil wir das häufiger benutzen werden. So, auch mal dafür sparen. Okay, gucken wir mal, was wir dort einsetzen. Chance auf Verbrennen. Chance auf Taumeln. An 2x2% Angriffskraft. Chancen auf Betäuben. Chancen auf Bluten. Chancen auf Einfrieren. Dann würde ich mal das Verbrennen hinzufügen. Da bin ich mehr entfernt von. Nice. Tolles Silberschwert. Warte, können wir vielleicht ein paar Schwerter verkaufen, davon vielleicht. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Ein Silberschwert kaufen. Was hast du im Angebot? Wir haben doch hier extra Silberschwert, das behalten wir erstmal. Ein
Den Beutel mal wieder füllen. Rostiges, ich ziehe ein bisschen neuen Schaden. Hexer, Stahlschwert, das behalten muss, Sentimentalität. Das behalten wir auch mal lieber. Was kriegen wir für so, wow. So einen Runenstein kriegen wir. 171. 102. 129. Okay, was kostet ein schönes Silberschwert? Ein Stahlschwert, meine ich. Stahlwaffe. Stahlwaffe. Das beste Stahlschwert, was er hat. Jetzt stellen wir das hier. 190. Vielleicht können wir hiervon noch was verkaufen. Unverkäuflich. 106. Smartring verkauft. Dann können wir jetzt easy. Guldorfer Schwert. Stahlwaffe. Das kann was. Igni-Zeichen-Intensität und 100. Dann müssen wir 33 Schaden. Gekauft. Bis dann. Beide Schwerter mal aufgelevelt. Dann tauschen wir auch mal das. Die Runen will ich nicht verkaufen. Das 89er Schadenschwert gegen das 109 bis zum 33. Da sind wir jetzt generell im Kampf besser drauf. Dann würde ich da mal Angriffskraft brauchen wir hier dringend drauf auf das Stahlschwert. So, sehr schön.